Hallo meine Lieben, hier ist der Player des Heart and Soul. Heute geht's bei Shining Force weiter. So, wir haben ja im letzten Kampf neue Kämpfer bekommen. Diese zwei Vogelmenschen da oben. Und wenn ihr genau aufgepasst habt, haben wir drei bekommen, also müsste noch einer dabei sein. Aber wenn ihr durchzählt, man kann nicht mehr als 12 Kämpfer mitnehmen. So. Dann kämpfen wir uns mal voran. Wird ein sehr interessanter und harter Fight hier. So, das Besondere an den Vogelmenschen ist, dass sie auch hier in der Wand was machen kann. So, aber die sind noch neu und schwach. Also werden sie den Finish-Schlag machen. Wenn ihr die anderen Parts gesehen habt, merkt ihr ja, das ist ein taktisches Rollenspiel. So, schauen wir mal, was die Mei gegen Skelett kann. Nicht. Okay. Und hat auch noch Gift drauf. Muss von einem Heiler runtergenommen werden. So, kann der Ken mehr? Der verfehlt schon mal. Was kann ein Skelett? 2 Punkte, okay. Vielleicht ist der Loop besser. So, Artful ist auch noch schwach. Und das zweite Mädchen auch. So, der kommt überhaupt nicht weit. So, da ist unsere Hauptfigur in Sicherheit. So, ziehen wir mal den Mei zurück zum Heilen. Und hoffen, dass diesmal der Ken trifft. Auch das um einen Punkt. Da werden die Zauberer bestimmt ganz gut sein dagegen. Da schauen wir, ob die Skelette Feuer mögen. Nee, ja, schaut schon besser aus. Na, ja, jetzt gehen sie natürlich auch den Mate. Und mit einem Schlag weg. Schade, schade. So, Hans hat ja eine neue Waffe. Oder einen Pfeil. Schauen wir mal, was die bringt diesmal. Oh, nur ein Punkt gegen Skelette. Und da geht das Skelett auf unseren Hans los. Wow, wow, wow. 11 Punkte Damage. Gar nicht gut, gar nicht gut. So. War das andere Skelett angeschlagen? Ja. Auch bloß einen Punkt. Die Mage-Punkte heben ja auch für die anderen. So.
schauen wir mal, was unser Vogelmensch kann. Level 5. Verfehlst du mal. So, ich glaube, unsere Hauptfigur braucht mit Level 8 gegen ein Skelett keine Angst haben. Ja, auch mit 3 Punkte. So, hauen wir den noch ein bisschen an. Oh, Hans ist gefährdet. Einen Kämpfer verlieren, das ist ja okay, aber man muss sie ja nicht opfern. So, der kann jetzt nämlich das Gift runternehmen und der andere heilt sie dann, weil wir haben ja bloß einen Move pro Runde. Ich wollte gerade sagen, gibt es da keine Erfahrungspunkte? So. Jetzt aber mal die Vogelmenschen ranlassen. Auch für seinen Punkt. Hoffentlich halten die was aus. Ja, klar, auf der Hauptfigur. Mit 9 Punkten. Oh, oh, oh. Ah, wir haben ja Heilung dabei. Halt, der ist weiter unten. Da ist unser Arthur steigt. Aber mit einem Punkt wird das nicht. Na, der ist schon angeschlagen. Brauchen wir den noch ein bisschen. Ja. Oh, jetzt aber. So, Heilung, weil da dann kann der eh nicht. Ja, viele haben wir nicht dabei zum Heilen. Ich hab mal 4 Heilungen. So, was hält die Vogelmensch aus? 5 Punkte, ja, das geht ja schon mal. Ah, das fehlt wieder. Schade, schade. Hauen wir mal drauf. Oh Mann, die sind schnell. Der braucht noch Heilung. So. Naja, ein Punkt. Das ist genau die richtige HP-Zahl für einen, der noch gut aussteigen muss, nämlich. Ja, eigentlich nicht, aber. Na, das geht nicht. Das wir da. Hauen langsam die Punkte runter. Oh, oh, oh. Um einen Punkt überlebt, hätte er 2 Treffer gemacht. Wäre es ein Game Over. So, genau das richtige Fahrt war. Volle Punktzahl. Aber wieder kein Level up.
So, deine Hauptfigur heilen hier. Ich brauche noch mal das Skelett rankommen. Muss unbedingt wieder allen Heilkräutern geben und so. Irgendwer hat bestimmt noch was in der Tasche. Ja, so geht das um einen Punkt. So, Hauptfigur geht voraus. Hans braucht eine Heilung. Und die Vogelmenschen halten eh was aus. Nee, geht auch voraus. So, Arthur darf wieder ihn killen. So, Level 6. Arthur. Und er kann auch wieder zaubern. So. Hans braucht die Heilung noch. Wenn man im Hinterkopf die halten, wer eine Heilung braucht. So, ich denke, gegen die Sniper kommen wir besser an und die anderen Skelette haben wir dann unseren Mate. Ich glaube, der hat nicht so viel MP, das ist für alle reicht. Für alle Skelette. So. Vogelmenschen kommen von oben dann für die Sniper. Das für die Fernkämpfer eher. Und für die Beweglichen. So, ich denke, die können nicht so weit schießen. Ach, ein Feld weiter vor geht noch. Auf die Priester freue ich mich schon, weil die heilen sich immer so toll. So, nicht zu weit voraus. Ich bin ja gespannt, was Arthur für Zauber kriegt. Wenn er Magiepunkte bekommen hat beim Level Up. So, May hält er wieder aus und Dark Mage, okay. Ja, schon besser als gegen Skelett. So, schauen wir mal, was der jetzt kann mit Level 5 gegen den Dark Elf, ja, 5 Punkte. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, auch in diesem Spiel. Ja, der verbreitet jetzt einen heftigen Zauber. Schauen wir mal, wie viel es abzieht. Hälfte. Hm. Ja, und der Dark Priest halt natürlich seinen Kollegen. So. Kennen Griff von hier aus, sehr schön.
machen wir mal die Dark Elf Sniper weg hier. So, was kannst du? Ah, sehr viel. Wieder ein Gegner wenig. So, Schritt für Schritt. Ist mir ja gut gegen die Sniper. So, weg mit dir. Bisschen viel Schaden. Weil da werden wir reinzaubern. Bei Gegner. So, Hand durchfest bin. Ja. 8 Punkte. Ja, die Skelette sind nur hart hier. Die anderen gehen. Den einen Punkt noch. Bei Emon. Und schon haben unsere Vogelmenschen auch ein bisschen Erfahrungspunkte schon gesammelt. So, jetzt müssen wir warten, bis ja, entweder ein Skelett kommt oder okay, Magierin draufhauen kann. Sind noch 4 Skelette. Oh, Mehl hätte ich heilen. So. Haben ja ein bisschen was eigentlich, wollte ich alle 3 treffen. Aber so ist dann besser. So, Panzer wieder zurück. Oh, der zaubert auch. Gegen Vogelmensch, das wird er nicht überleben, oder? Doch. Ja, Luke stellt sich dem Skelett mal entgegen. Hau den in 2 Punkte drauf. Ja. Dann kriegt er wieder Heilung. Und wir kriegen ein bisschen Erfahrung. Wenn er das Gewehr um 2 trifft, der ist halt gut. Oh, doch die richtige Wahl getroffen. Und er hat schon Level up. Und das dumme Skelett ist weg. Ja, der heilt jetzt wieder. Hat viel Heilung drauf. Mit 26 MP. So, Arthur mit Level 6 gegen den Dark Mage. 5 Punkte. So, da wollte er ja wieder Heilung.
und der Hand wollte auch was. Das war unser Chris mal auf Level 5 wird. So stehen. Dann kann so diagonal. Auch nicht schlecht. 7 Punkte. Wieder die volle Punktzahl. So. Und Nate brauchen wir gerade nicht. Und der greift nicht mehr an. Ja, der bricht Heilung, aber wir versuchen es trotzdem. So, hauen wir den drauf, der heilt sich dann wieder. Also, eh keine Gefahr. Außer die zwei unten an der Treppe kommen hoch. Oh, die sind aber noch recht schnell. Oh, da kommt der schon. Und haut ihn zu Tode. Okay. Können wieder nichts ausrichten mit dem Mate. Und der haut schon ganz gut zu. Ah, Ken verfehlt. Schade, schade. Jetzt ist natürlich eine große Gefahr da, wenn die da einen Flächenzauber veranstalten. Schnell mal weghauen. Oh, der hat sich noch ganz gut überlebt. Halt. Gefährlich. Aber das war der Priester, der andere war der Mate. Hauptfigur zu gefährlich. Unnötig. Ah. Probieren wir erstmal. Den Priester, also halt der sich eh. Also gibt es Punkte. Punkte farmen. Auch ein Priest, okay. Der wird sich auch eher heilen. Ach, mach Flug schon mal die Blätter ein bisschen. Hans darf auch ran. Und
Stück zweimal. Und er heilt sich selbst auf 5 Punkte. Der auch. Wie viel bekommt er? Oh, 1 von 4. Aber das gibt uns Gelegenheit, Punkte zu sammeln oder farmen. So, ich hoffe, der Luke hält ein bisschen was aus immer. Nein, leider nicht. Oha. Nochmal auf den Dark Priest. 9 Punkte. Das ist der jetzt bestimmt weg, oder? Nein, wieder ausgewichen. Der auch. Die sind zu schnell für uns. Ja, Arthur, der braucht auch noch genügend Level ab. Puh, zum Glück hat sich das Skelett nicht bewegt. Na, kommt kein Heiler an den Vogelmenschen. Also ziehen wir den mal bis dann hier hin. So. Und jetzt? Ja, genau so. Und das gefährliche Skelett ist weg. Dann können wir endlich weiterziehen. Wieder. Der ist jetzt ein Schritt nach rechts gelaufen, um sich zu heilen. Naja. Auch nicht schlecht. Kann diagonal, also lieber diagonal angreifen. Hauptsache einmal getroffen, dann kann er sich wieder heilen. Haha. Und Level 7. Ah, der wollte der Heilung der Vogelmensch. Und Chris ist oben. Out of Mana. Hat also volle Punktzahl geleistet.
Weil wir schon da waren. Und schauen wir mal, ob wir in diesem Kampf eine Figur von Promoten auf Level 10 bekommen. Weil so weit kann er auch nicht schießen. Vielleicht eben Hans die Punkte. Wenn er trifft, ja. Kann auch noch ein Level abgetragen, bald. So, was haben wir jetzt? Oh. Ein paar Skelette und ein paar Dark Nature. Und natürlich den Lüsser. Der Lizard Man, du hast glaube ich Master Nature. So. Ja, 2 Punkte. Immer das Problem mit der Hauptfigur. 2 Post-Zauber habe ich noch übrig. Mal aufheben. Drei Punkte. Geht ja. Besser als diese 1 Treffer. Haben eh noch 1 Skelett. Ja, Arthur ist stark geworden, also los, drauf. Ja. Attacke fehlen noch, die Punkte. Oh nein, das ist ein Dark Mage. Der Tower Blaze. Oh. 2 Treffer. Das dumme Skelett der Bauch zu hauen. Da unten ist ein Zauberer. Darum werden wir es so machen. Könnte Pau die erste Level 10er sein. Nein, noch nicht. Level up. So, weg mit dir. So, mit Lea noch den Kampf endet. Oh, er kann noch Heilung vertragen. Der auch. Dann gehen wir mal Kennen voran. Da unten ist eh wenig Platz zum Kämpfen. So, wie viele Heilungen haben wir noch? 2 Stück. Akku lassen wir da oben. Und der kann schön von oben dann die 2 bisschen angreifen. So. Ja, auch noch 4. So, von hier aus können wir zum Lizardman anhauen. Der hat ja 20 HP. Der wird ein bisschen was brauchen an Runden. So, heilen wir uns den Hans.
eine Heilung noch übrig. So, Arthur lassen wir, den lassen wir auch. So, jetzt wird's lustig, wenn ich von da aus hinkomme. Da habe ich das einen Zauber. Also, von hier aus sein. Treffe ich 3. Schon besser. Gerade ein Mastermate. Mit 32 MP. So, volle Punktzahl, oder? Und Level 10. Sie kann promotet werden. Aber hat gar keine MP bekommen. Schade. So. Aha, kommen schön von oben runter. Der Master mit 5 Punkten und ist auch Level 7. Ein Attackpunkt. So. Der haut uns dann Mate um. Ja, von denen nicht mehr zaubern. Kostet also das Gold. Aber wenn wir keine großen Verluste haben, geht das. So, das Bild ist Skelett noch. Wird ein bisschen dauern, hey, weil wir jetzt nicht mehr Gutes haben. Aber es sind ja bloß noch 2 Gegner. So, das hatte ich nicht einmal im Herz. Schalten muss soweit. Ziehen wir die bisschen hier zusammen. Oh, 3 Punkte. Ah, geht ja. Oh, der Zauber. Zehn Punkte. So. Ach, der tötet doch den Wizard. Ah, nicht ganz. Aha, das ist halt die Stärke der Vogelmenschen. Wir haben Speed. So, den Bett lassen wir mal. Versuchen wir ja den gefährlichen Mastermate hier umzunieden. So, noch ein weniger. Gibt der schon noch mehr als einen Punkt? Ja, 3. Nicht schlecht. Baut der normal zu oder zaubert der? Baut normal zu und plus heftig. Dann darf unser Vogelmensch nochmal draufhauen. So, schauen wir mal, dass wir den so weit runterkriegen, dass unsere Hauptfigur noch ein paar Punkte machen kann. Ja, erst auf den Master. Sehr schön. Ich kenne das auch, glaube ich, 10. So. Das war der Obergegner, also brauchen wir das Skelett gar nicht machen. So, wir fallen in diese Höhle. Aber weil wir so viele Tote haben, müssen wir in die Stadt zurück. Aber leider ist dieser Part schon wieder zu Ende, auch noch überzogen, aber macht ja nichts.
Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen, euer Player with Heart and Soul und tschüss.